Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Nicht Smite-Ranked. Also, ich bin so an Smite gewöhnt. Weiter geht es mit einer Folge Ark Survival Evolved. Ich habe mich gerade in meinen Server eingeloggt und mein Charakter war tot. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich ein paar Tage nicht eingeloggt. Vielleicht liegt es daran, stirbt man dann, wenn man ein paar Tage nicht drin war oder sie verhungert dann deinen Charakter oder sowas? Weil irgendwie weiß ich davon nichts. Mann, der sieht cool aus. Guck schön lila. Vielleicht sollte ich den zähmen. Egal. Also weiß da jemand was davon, dass der Charakter dann stirbt oder so? Weil ich musste jetzt den ganzen Weg laufen. Von der rechten Insel. Ich mach, Alter. Bin gerade einen Marathon gelaufen. Egal, unser Haus steht noch. Immerhin. Und hallo, Jurgina! Bist du ein paar Level aufgestiegen, oder? Während ich nicht da war? Oh ja. Okay, da ich Jurgina als Transportmittel benutzen werde, brauche ich viel Ausdauer und viel Gesundheit und viel Gewicht. Nice. Level 45. Alter, diese Viecher, die steigen ja voll mit dem Level auf. Kann das sein? Moment. Ich muss kurz hier mal. Inventar. Krank. Wir machen auf jeden Fall auch bei Gewicht was. Und Ausdauer. Wie die sich freut. Na, Dampfwalze. Also in der letzten Folge habt ihr gesehen, dass zwei Dinos unser Haus auseinandergenommen haben. Einmal war es dieses hier. Das haben wir dann gezähmt. Das andere haben wir gekillt, so als Abschreckung. Und du machst es nie wieder. Okay, ich brauche mein Zeug. Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. An sich müsste doch meine Leiche im Haus liegen. Weil ich war doch im Haus. Nee, die liegt nicht im Haus. Und die Leiche von Jule, die ist auch nicht da. Also, die ist wahrscheinlich auch tot oder irgendwo. Was für eine Scheiße. Also muss man sich irgendwie. Man muss sich, glaube ich, schon alle 2 Tage einloggen. Oder jeden Tag, glaube ich, schon. Sonst stirbt der ja. Was haben wir hier? Das Problem ist jetzt, dass ich einfach keine Kleider habe und gar nichts. Okay, Leute, das erste, was wir machen, ist uns Kleidung herstellen. Wenn ich Glück habe, habe ich hier noch Leder. Ja. Okay, also. Nice, das kann ich mir schon mal alles herstellen. So, alles klar, Leute, ich werde mir jetzt kurz mal alles herstellen. Da müsst ihr ja nicht mit dabei sein. Das geht, das überspringe ich für euch kurz. Das ist ja nicht so interessant. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, wir sind jetzt fertig mit allem. Ich habe mir jetzt alles wieder hergestellt. Mein Typ ist auch ready. Der sieht ungefähr aus wie der größte Serienkiller, Serienvergewaltiger überhaupt. Guckt euch die Hände an, Alter. Du siehst aus wie eine Missgeburt, Digga. Das war einen hässlichen Charakter gemacht. Das ist so krass. Die Haare, die werde ich auch nicht steilen. Also die wachsen ja immer weiter. Ich werde die lassen, bis die am Boden dingsen, Alter. Gandalf der Schwarze. Okay, ich habe jetzt alles hergestellt. Die letzte Folge habe ich ja beendet, indem ich gesagt habe, wir bauen jetzt das Haus wieder auf. Das haben wir jetzt ausgebaut. Sieht aus wie ein Gefängnis irgendwie. Unser altes Haus sah irgendwie besser aus, aber egal. Dann haben wir ja Dampfwalze gezähmt. Jurgina haben wir jetzt auch gezähmt. Was übelst geil ist, die hat eine Traglast. Krass. Die kann einfach 977 Gewicht tragen. Also, das ist richtig krank geil. Dann haben wir noch Chantal. Chantal. Weil später will ich auch fliegen. Ich will auch woanders hinfliegen. Aber ich muss Level 38 sein, bis ich so einen Sattel hergestellt habe für Chantal. Und Chantal 2.0 ist auch hier. Das Coole ist eigentlich, die Viecher, die leveln auch, wenn ich nicht online bin. Ist irgendwie auch geil.
Okay, das erste, was wir machen, ist ein Sattel für Jorgina herstellen. Dafür brauche ich aber Stegosaurus. Stegosattel. Dafür brauche ich 200 Leder. Eieiei. Okay, ich habe ja hier meinen Bogen. Und da ich es noch nicht schaffe, alleine Viecher zu töten, weil ich so ein scheiß Holzspitzhacke habe oder so eine Kacke, hilft ja auch gar nicht. Deswegen statten wir jetzt unsere Giftpfeile aus. Falls jemand wissen will, wie man Giftpfeile herstellt und sowas, also Näheres, ich erzähle ja jetzt nicht viel zu den Sachen, wie ich die herstelle. Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schneiden? Schneiden, genau, schreiben. Dann werde ich das im nächsten Video einfach erwähnen, wie ich die Sachen hergestellt habe. Hier irgendwo war eigentlich eine scheiß Schildkröte, die ich töten wollte. Die ist irgendwie weg. Oh, Schildkröte, wo bist du, Bruder? Will dich doch nur töten jetzt. Von daher. Wo ist das scheiß Vieh hin? Gibt's hier irgendwas zum Töten? Hallo. So. Okay, ich werde den hier töten. Den hier werde ich nicht, auch nicht töten. Warte mal, ich kann nicht schießen. Das ist gerade gebackt oder so. So, der hat gerade gekackt. Nice. Das sollte eigentlich schon reichen, dass er bewusstlos wird. Für gewöhnlich. Okay. Bruder, wohin mit meinem Giftpfeil, tot? Okay, es hat nicht gereicht. Oh Gott, da ist ein T-Rex. Oho. Verpiss dich. Oh mein Gott, du Hurensohn. Alter, ich habe so einen heiden fucking Schiss vor dem Vieh. Kämpfen jetzt gerade, kann das sein? Und der besteigt ihn. Alter, wenn ich es schaffe, so einen T-Rex zu zähmen. Junge. Okay, wir. Oh Gott, Bruder, ich will dir nur helfen. Du musst mich nicht ficken. Ja, greif die Viecher an. Also, Leute. Warte. Ach du Hunde. Wir klauen uns hier mal das Leder. Danke, T-Rex. Okay. Ich werde jetzt. Okay, Leute, wir versuchen einen T-Rex zu zähmen. Du Motherfucker, ich fick deine Generation. Ah, komm her. Ja. Was dachtest du denn, hä? Soll ich die zähmen? Ach, der ist schon tot. Also, zurück zu unserem T-Rex. Ich habe Angst, wo ist der? Ne, Moment, ich brauche das. Mal den hier töten, weil der ist ungefährlich, der greift einen nicht an. Irgendwie tut es mir leid, den Wehrlosen hier zu töten. Aber ich brauch dein Fleisch, Bruder, und dein Leder. Mann, wenn dieses Spiel nicht so verpackt wäre. Manchmal. Jetzt mal sterb. Wie lange soll ich noch auf dich einschlagen? Geht doch. Oh Mann, irgendwie habe ich Mitleid mit dem Vieh. Alter, da gibt so viel Leder. Das ist so krank. Nicht, wo der T-Rex ist. Was ist das für ein geiles Vogelvieh eigentlich da?
Okay, wir gehen schnell zurück. Brauchen mehr Giftpfeile. Für so ein T-Rex reifen safe keine 11 Giftpfeile. Auch wieder essen. Wasser hole ich auch gleich. Nicht halbieren. Okay. Ja, doch, ein bisschen Fleisch ins Inventar hier reintun. Brauch kurz Holz. Na, ich verdurste. Oh Mann, ich glaube, wir werden doch keinen T-Rex zähmen, weil der ist, glaube ich, abgehauen. Mann, diese scheiß Holzwaffen, die halten uns doch gar nichts aus. Okay, jetzt haben wir genug. Schmeißen wir kurz ins Feuer. Also ins Lagerfeuer. Perfekt. Wir haben 32 Giftpfeile. Dampfwalze, ich mal kurz ein bisschen ein paar Beeren. Jawohl. Jetzt dahin. Ich verdurste schon wieder. What the fuck? Also, widmen wir uns dem T-Rex. Aber es sah für mich aus, als wäre der T-Rex da hinten gewesen mit den anderen Viechern. Wenn das stimmt, dann gehört der T-Rex ja eigentlich jemanden. Aber dann hätte ich den auch gar nicht angreifen können, oder? Kam dieses Vieh her, Alter? So. Die gehören doch jemanden. Glaube ich. Level 30 Corki. Ja, die gehören jemanden. Aber das war nicht der, der mich. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Werde safe sterben. Also ich gehe davon aus, dass ich sterben werde, ohne Witz. Der fickt mich doch safe, vor allem so schnell wie der ist. Der kämpft gegen jemanden. Was? Parasauer hat mich. Was? Egal. Oh Mann. Scheiße. Warte, ich habe Angst. Es tut mir leid, ich nehm's zurück. Du Motherfucker. Egal, ich baller so viel es geht drauf. Es lag, what the fuck?
Oh mein Gott! Oh mein Gott, der ist ge... Oh mein, der ist betäubt! Bruder, ich fick dein Leben jetzt, warte. Muss mal kurz hier... Alter, ich brauche ein Lagerfeuer. Holz, ich brauch Holz. Holz, sieh Holz. Du bleibst mal da. Leute, wir kriegen ja T-Rex. Also ich weiß, ich glaube zwar nicht, dass das ein T-Rex ist, aber sieht für mich aus wie ein T-Rex, weil der hat keine Arme, so wie der aussieht. Ein T-Rex hat ja Arme. Auch wenn die kurz sind, hier nochmal was. Ich brauch Fleisch, sonst verrecke ich hier. Und ich darf nicht verrecken. Nein, ich kann kein Lagerfeuer machen. Nein, ich fick euer Leben. Schon. Irgendwo Lagerfeuer machen. Ah, ihr Mistviecher, Alter. Okay, dann lasse ich mir die Kacke rein, bis es nicht mehr geht. So. Okay, da okay. Inventar öffnen. So. Der braucht ja safe Fleisch. Ich habe kein... Ah, fuck. Ich muss zurück, ich muss zurück. Ich muss... Oh mein Gott, ich muss schnell zurück. Wo ist das hier? Hier bei 25, 80. Ich muss zurück und ich muss Narkosemittel holen, Leute. Oder Narkobären. Fuck. Gott, ich muss so weit laufen. Parasauer Detected You. Was heißt das, Alter? Wo, wer? Fuck, wieso habe ich keine Narkosemittel mitbekommen? So dumm. Los, renn. Weil der T-Rex ist beste, Alter. Der greift. Der killt eh jeden, der ihn angreift. Der Typ ist OP. Also, wir nehmen Dampfwalze. Fuck, ich brauch. Ah, ich brauche erstmal Narkosemittel. Oder Narkobären, die helfen natürlich auch. Und Fleisch muss ich auch mitnehmen. So, 10 Stück sollten reichen. Und ich brauche rohes Fleisch. Die gehören alle mir, Alter. Das nehme ich auch mit. Sonst verhungere ich. Ah, hier ist sie. So, Dampfwalze. Los geht's, Bruder. Los, meine Süße. Wir holen uns einen T-Rex. Irgendwie bin ich ohne schneller, kann das sein? Mann, ich muss den seine Ausdauer auf jeden Fall erhöhen. Viel zu niedrig. Komm ich hier durch? Ausdauer. Verdammt. Oh Mann, ich hoffe, der ist noch betäubt. Okay, Dampfwalze, ich steig mal aus. Ich renn selber. Komm mit. Oh, der kommt nicht mit. Ah! Stimmt, der kommt ja gar nicht mit. Ah, fuck you. Ich komm mit dir. Sei bitte noch betäubt und... Irgendwie bin ich alleine schneller, jetzt mal ohne Spaß.
Ich hier überhaupt? Richtig? Wo muss ich hin? 2580. Hä, das müsste doch hier sein. Oh, da liegt er, da liegt er. Was hier? Ah, Narko werden oder so? Jawohl. So. Wie viel ist er noch betäubt? Ja, geht noch. Ach. Muss dafür keine Narkosemittel opfern. Narkobären passen auch. So. Du hältst die Wache? Alter, schon Haufen liegt, ne? Okidoki, gib mal deine Narkobären. Ja. So, Delle. Sehr gut, Benommenheit geht hoch. Sehr schön, wir tun noch ein bisschen Fleisch rein. Ich weiß nicht, ob es reicht. Okay. Und jetzt heißt es abwarten, Leute. Ah, ich spule natürlich bis dahin. Ich spule bis dahin vor, wo das Vieh gezähmt ist. Wir sehen uns dann bis gleich. So, Leute, Lagebericht. So ein Dino zu zähmen dauert ja für gewöhnlich für viele, die es schon gemacht haben. Die wissen, dass das echt lange dauert. Also wir sind jetzt bei 35 Minuten und ich bin jetzt bei 77%. Kann mir einer sagen, wie man schneller Dinos zähmen kann, oder ist das natürlich nicht möglich? Ich meine, ich warte jetzt ja immer, bis der Hunger kriegt. Bei 90, also 1945 oder sowas kriegt der immer Hunger jetzt und frisst dann ein so ein rohes Fleisch. Kann man das auch irgendwie machen, dass es schneller geht? Kann man ihn dazu bringen, dass er schneller Hunger kriegt oder sowas? Falls jemand mal was weiß, dann kann er das gerne mal in die Kommentare schreiben, dass ich das auch dann weiß. Also ich weiß nicht, ich habe es bis jetzt noch nicht rausbekommen, wie das gehen soll. Irgendwie muss man ihn doch das alles einfach reinballern können, oder nicht? Naja, wir sehen uns bei 100%. Hoffentlich bald. Jo, Leute, es ist soweit. Wir sind bei 95,5%. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert. Und zwar gebe ich ihm jetzt die ganze Zeit so Stimmbeeren. Die tun ja die Benommenheit runter machen. Und danach, wenn sie irgendwie bei Hälfte ist, gebe ich ihm nochmal Narkobeeren, damit die Benommenheit wieder hochgeht. Irgendwie, vielleicht kommt es mir nur so vor, aber irgendwie, glaube ich, geht dann sein Hungergefühl schneller runter. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Ja, irgendwie geht es schon schneller runter, glaube ich, wenn das hier auch runter geht oder wieder hochgeht. Oder ich liege falsch, keine Ahnung. Ich experimentiere auch nur rum, ich habe auch keine Ahnung. Also, wie gesagt, wer es besser weiß, der soll es mir bitte sagen. Dass ich dann später schneller mal Dinos zähmen kann. So, jetzt gebe ich ihm wieder Stimmen. Jetzt gebe ich ihm wieder Narkobären, dass es hochgeht. Geht das schneller runter oder nicht? Oder kommt es mir nur so vor? So, ja. Derweil hat schon Dampfwalze hier 5 Kilo Haufen gelegt, Alter. Der kackt schon die ganze Zeit. Von was kackst du überhaupt? Wie kann man so viel kacken, Bruder? Ich glaube irgendwie schon, dass er schneller runtergeht, je mehr Bären ich dem gebe irgendwie. Auf jeden Fall muss ich das Narkosemittel nicht verwenden. Das ist gut. Das brauche ich nämlich, um meine Narkosepfeile herzustellen. So, der sollte gleich ein letztes Mal essen und dann sind wir ready. Außer wir landen bei 99,5. Ich habe einen T-Rex gezähmt, Leute.
Baby. Fluffy. Hallo Fluffy. Bist du ein T-Rex oder nicht? Was sind das für kurze Arme, Alter? Das sieht so scheiße aus. Bruder, guck mich an. Egal, wir machen jetzt mal Verhalten. Der folgt mir und greift ein Ziel an. Okay, das passt. Nein, greife niemanden an. Warte, warte, warte. Der soll niemanden angreifen. Verhalten, Verhalten. Passiv. Und nur mir folgen, bitte. Gehen wir. Kommst du? Oh, geil. Alter, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall versuchen, einen Sattel für ihn herzustellen. Ich weiß nur noch nicht, bei welchem Level ich das machen kann. Weil für meine Flugsaurier muss ich bis Level 38 warten. Und ich bin jetzt Level 29. Und niemanden angreifen, bitte, gell? Bruder. Ungelogen, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass es so klappt mit dem T-Rex. Ich dachte eigentlich, der nimmt mich auseinander, bevor ich ihn überhaupt betäuben kann. Fluffy! Der nicht geil? Dö. Das sehen wir. Er hängt echt immer an seinem Arsch. Wir machen jetzt als Verhalten dein Ziel angreifen. Und das war's. Was hat der für ein Gewicht? 306. Ja, okay, ist nicht so viel. Das kannst du wieder mir geben, alles. Okay, Leute. Das war's mit der Folge. Danke, dass ihr da wart. Ach so, du sollst mir nicht folgen, Bruder. Warte, warte, warte. Deaktivieren. Wir haben es geschafft, einen T-Rex zu zähmen. Das war eigentlich eh mein Ziel. Voll geil. Nächstes Mal versuchen wir, einen Sattel für den herzustellen. Und ich level mich hoch, dass ich auch für mein Flugtier einen Sattel habe, dass wir ein bisschen rumfliegen können und was sehen können. Yo, haut rein, schön, dass ihr da wart. Und tschüss.